Hamburg stand für eine Woche im Zeichen der europäischen Bewegung. Pariser Polizisten übernahmen an einigen Brennpunkten der Stadt die Regelung des Verkehrs. Sie taten es mit französischer Eleganz und Pariser Schwung. Die Hamburger stellten den Parisern ihren berühmten Jungfernstieg zur Verfügung. Und die Franzosen zeigten sich von ihrer besten Seite. 10.000 waren dabei, als in einer Kundgebung für Europa Paul-Henri Spaak, Churchills Schwiegersohn Duncan Sandys und andere europäische Sprecher das Wort ergriffen. Meidmann Hamburg, Heinrich Hellwege, Duncan Sandys, Paul Löbe, Max Brauer, Eugen Kogon, Luise Schröder. Paul-Henri Spaak erklärte: Je vous le dis avec toute ma conviction. Si nous voulons résoudre le problème qui malgré tout en Europe reste le problème le plus important, celui des relations de l'Allemagne avec les autres pays de l'Occident, nous devons chercher courageusement, résolument, des formules nouvelles. Besonders eindrucksvoll war das Bekenntnis André Philipps zu Europa. Dass unser altes Europa, der Kontinent eines Goethe und Beethoven, eines Montaigne, Pascal und Racine, eines Milton, Shakespeare, eines Dante und Michelangelo, steht noch nicht vor dem Untergang. Er bleibt der Mittelpunkt der Entdeckungen und der freien Forschung.